Hallihallo, Hallöchen, ihr Lieben, wir sind wieder da. Wir wollen uns hier noch ein bisschen umgucken. Oh, ich sehe gerade, ich habe beim letzten Mal nicht nachgeladen. So, wir sind tatsächlich auch direkt hier wieder gespawnt. Finde ich sehr gut, weil ich hatte eine Aufnahmepause machen müssen. Zwischen den Feiertagen ist zwischendurch echt viel los. Von daher mache ich teilweise Einzelaufnahmen, weil ich dann wieder irgendwas anderes machen muss. Und kriege ich das... Na toll. Ich krieg das Glas nicht kaputt. Da liegen Briefe drin. Ich komme nicht dran. Knopf aktivieren. Eigentlich ist es ja das, wenn man irgendwo einen Knopf findet und nicht weiß, wofür er ist, eigentlich nicht drücken. Ich kann nicht anders. Ah, okay, das ist cool. Da. Den Brief kann man sowieso nicht nehmen. Holzeimer bringt jetzt doch nicht so viel. Schade. Ist da noch ein Knopf für die anderen? Ah! Ja, cool. Aber es geht nicht alles auf irgendwie. Kanonenkugeln? Nehmen wir. Verbranntes Buch brauchen wir nicht unbedingt. Aber die Frage ist... Okay, habt ihr die gesehen? Die Marken, die Kaliber 50 habe ich gar nicht gesehen. Okay, das ist das. Das ist, hier ist trotzdem zu. Hier ist auch noch ein Knopf. Ah. Dreieckig gefaltete US-Flagge. Okay. Vase mit Blumen. Ein Tomahawk. Bürgerkriegszylinder ist witzig, aber nö. Jetzt habe ich hier so ziemlich alles auf. Zigarrenkiste ist okay. Was? Alter, die sehe ich überhaupt nicht, die Kaliber 50. Teekessel, ja, gut. Nee, war jetzt, hat sich leider nicht so gelohnt. Ist cool, dass wir doch noch alles aufgekriegt haben. Erfordert Skill 2, dein Skill 1. Okay, wir haben von 0 auf 1 gelevelt. Aber ich habe, wenn wir mal kurz gucken... Ich habe hier, glaube ich, Schlösserknacken nicht irgendwie gelevelt, oder... Hacker? Hacker-Skill erhöht sich um 1. Okay, ja, doch. Das habe ich. Schnorrer. Chance, was zu finden, ist höher. Einbrecher. Ah, doch, plus einen Schloss knacken. Alter, geht das nur hier rüber? Wo kriege ich denn dann Schmieden und so? Ich brauche ja Schmieden auch noch irgendwie auf 2. Muss ich da echt diese doofen Dinger für finden? Das wird doch ewig gehen und ich werde die nie im Leben die richtigen kriegen. Ich bin doch so ein Pechvogel, ich werde doch immer die verkehrten kriegen. Das ist doch Kappes. Das ist doch Kappes. Okay, dann gehen wir jetzt erstmal hier rüber, wo wir auch unsere Mission haben. Was haben wir hier? Eingang reparieren. Ein Zahnrad und eine Federung. Ja, ja. Markenautomat repariert. Tourismusbüro sagt, Mission abgeschlossen. Und nu? Ah, wir haben ordentlich Missionspunkte gekriegt. Wegewart plus 1 Wahrnehmung. Sehr cool. Ist das... Ja, und jetzt ist abgeschlossen und wird klein. Sehr, sehr cool. Okay, doch, das war schön. Jetzt muss ich mal gucken. Gasmaske. Kann ich tragen, brauche ich aber eigentlich wahrscheinlich nicht. Hosenträger will ich auch nicht. Wegewart. Oh, das ist Moment, das ist eine Torso-Rüstung. Ich muss mal gerade gucken. Rechter Arm. Rechter Bein. Robust. Brustteil. Brustteil hat 13 und 5. 20 und 3. Und ist leichter. Das ist auch eine Stufe 10er. Plus 1 Wahrnehmung hat hier. Alles klar, wir ziehen den Wegewart an. Der Rest muss weg.
Rechtes Bein 5 und 11. Ist besser als das, was ich anhatte, ne? Was ist das hier? 4 und 7. Rechter Arm gegen 7 und 4. Okay, nee, 7 und 4 gefällt mir so rum, glaube ich, besser. Weil die sind ja eher alle am Rumschießen. Okay, Gasmaske habe ich jetzt auch mal eine aufgezogen. Kann ich eigentlich... Das sehe ich gar nicht. Habe ich hier irgendwie... Warte mal, wie konnte man denn... Nein, das war verkehrt. Konnte man... Irgendwie konnte man, glaube ich, in Third Person gehen. Oh, das war automatisch gehen. Ich krieg's gerade nicht hin. Irgendwie kann man in Third Person, frag mich nicht wie. Na gut. Ja, okay, die Mission hier haben wir erfüllt. Dann will ich... Noch eine Kampfflinte, noch ein paar Marken. Schrotpatronen. Vorkriegsgeld. Ja, das nehmen wir alles mit. Fettes Bärenfell. Holz. Wir nehmen Holz mit. Okay. Oh, noch eine Nuka-Cola Quantum und eine normale und eine Sherry. Oh, sehr schön. Abgekochtes Wasser. Ja, sehr, sehr gut. Ölkanister, Schachtel Zigaretten. Ranger-Hut haben wir schon, brauchen wir nicht. Da liegt eine Impro-Knarre. Ranger-Outfit haben wir auch, glaube ich, sogar schon an. Warte mal, können wir das... Achso, das sehen wir so jetzt auch nicht. Ich überlege gerade, das Ranger-Outfit, das macht keinen Schutz, ne? Das ist halt ein bisschen was... Oh, das... Oh. Oh, das Ranger-Outfit ist 200 wert. Wisst ihr was? Dann nehmen wir das doch noch mit. Und verticken das bei nächster Gelegenheit, wenn wir mal wieder so einen Typen finden, der was kauft. Weil ich muss nicht unbedingt in einem Ranger-Outfit hier rumlaufen. Aber ich glaube, die Kronkorken, also die Kohle, könnte ich gut gebrauchen. Oh, Verzeihung, was war das denn? Mist. So, ja, okay, das war auf jeden Fall cool. Dann gucken wir natürlich hier noch in den Außenposten. Das ist ein bisschen wenig. Oh, hier geht's... Hier geht's weiter. Hier geht's weiter. Was sehen meine entzündeten Augen da? Ein kleines verstecktes Häuschen. Vielleicht fett mit Beute versehen. Wir gucken mal. Da geht's auch noch weiter hoch. Achso, hier sind alles... Ja. Ja, 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 ja. Ja, das... Nee. Das war's nicht, aber da sehe ich schon... Noch eine Nuka-Cola Quantum. Sehr, sehr gut. Kühlschrank ist nichts drin, Interessantes. Ja, mach wieder zu. Eine Zahnbürste, na toll. Eiskühler, Zahnbürste drin. Ja. Okay, aber hier irgendwo war... Da geht's noch weiter rauf. Wollen wir hier gerade nochmal plündern? Die Quest haben wir jetzt erfüllt. Wenn wir dann... Oh, ich bin schon wieder langsam, Mist. Wenn wir dann geplündert haben, genau deswegen. Wenn wir dann geplündert haben, werde ich auf jeden Fall gleich mal, Patronen, Fusionszelle, sehr gut. Wenn wir dann geplündert haben, werde ich gleich mal versuchen, irgendwo unser Lager wieder aufzuschlagen. Ja, hier haben wir auch noch Fett. Aber eine richtig fette Anlage hier. Aktuell sehe ich auch noch keine Gegner. Oh, und, oh, das leckt wieder, das gibt's nicht. Das Spiel läuft so butterweich, so flüssig, ne? Die Anforderungen sind eigentlich absolut nicht hoch. Also relativ. Aber... Oh, hier ist wieder stockfinster. Mist. Warte mal, hatte ich nicht gesagt, ich habe auch sowas wie eine Taschenlampe? Molotow-Cocktail, nö. Muss ich hier mal gerade gucken. Habe ich hier irgendwie... Na, unter Waffen nicht, unter Hilfsmittel.
Tee wie Taschenlampe. Tatosaft. Ja, toll. Diverses, Haarklammer, Kid Secure, technische Daten, Notizen, Holos. Unter Waffen sind die auch nicht. Doch, Fernglas ist auch unter Waffen. Kampfflinte, Molotow, Tomahawk. Ja, nee. So was wie eine Taschenlampe habe ich einfach nicht. Ich verstehe das nicht. Oh, Aluminium. Aluminium ist gut. Ich nehme das Gedöns hier, nehme ich mal gerade alles mit. Ich sehe leider nicht so. Fellbündel, Rad, Hirschleder. Jagdgewehr, Haarklammer. Oh, cool. Oh, ich würde das so gern sehen. Ganz ehrlich, es ist so stockfinster hier. Ich meine, klar, wär nicht Nacht, hätten wir hier weniger Probleme. Ist richtig. Aber ich will jetzt nicht bis auf den Tag warten. Hm. Kriegen wir so ein bisschen mehr Licht hier rein? Naja, nicht wirklich. Okay, da sehe ich aber nichts mehr. Dann lassen wir das erstmal gut sein. Roter Teller. Achso, das war nix. Boah, ist das finster hier in den Hütten. Das geht gar nicht. Entsperren. Entsperren ist immer gut. Dann ist... Nee, ne? Ach. Dann ist im Zweifel was Wertvolles drin. Wenn man entsperren kann, das ist immer top. Knacke Schlösser, Challenge. Ah! Alter, jetzt habe ich das gelesen. Habe ich die, obwohl ich genau hingeguckt habe, habe ich die gerade nicht gesehen. Lol, wie peinlich. Das war mir jetzt gerade echt peinlich. Aber ich habe in dem Moment habe ich gelesen und habe echt nicht auf den Hintergrund geachtet. Das war ja super peinlich. Egal. Sprengstoffkiste machen wir natürlich auch noch auf. Ah, okay. Die Richtung passt schon mal. Oh, perfekt. Molotow-Cocktail, Splittermine. Sehr schön. Die Koordinatrons sind lieb. Das ist in Ordnung. Die wollen uns nichts Böses. Zumindest im Moment noch nicht. Wenn hier das große Geballer losgeht, dann... kämpfen die wahrscheinlich gleich mit und wollen uns auch schlachten. Hier ist nichts. Boah, wenn es nicht überall so dunkel wäre, ganz ehrlich. Ach so, Bett hinlegen möchte ich nicht. Ich höre leuchtendes Fleisch. Das ist dann aber bestimmt nicht mehr gesund, oder? Wenn das schon so strahlt, dass es... Ja, egal. Hier haben wir auch wieder... Oh, es wird doch heller. Ja. Es wird hell, Gott sei Dank. Original verschweißter Wundkleber. Kleber ist immer gut. Molotow-Cocky. Eine Molly haben wir auch wieder. Das ist sehr, sehr schön. Okay, hier ist sonst nicht mehr so viel drin. Oh, ich verdurste schon wieder. Verdammt, Axt. Was? Ich... Wo? Ich höre da was piepen. Was? Der steckt da im Felsen. Und das ist auch noch einer... Oh, deshalb hat das gepiept. Silo Charlie, Codebestandteil. Ja, cool. Oh, das ist ja schön. Der war jetzt natürlich sehr easy, da der festgesteckt ist. Brombeeren nehmen wir auch mit. So. War ich... Nee, hier war ich noch nicht drin. Alter, ich muss gleich unbedingt, ganz, ganz unbedingt, muss ich unser Lager aufschlagen. Damit ich das ganze Zeug loswerde hier. Das ist... Oh. Das ist zu viele. Viel zu viele. Strohkissen brauche ich jetzt wirklich nicht. Weil. Audio-Tour. Prickett's Ford Station 6. Wir hören mal rein. Wurden genutzt, um die Gegend um das Fort zu überwachen. Vorsicht auf den Stegen. Achso, das sind einfach nur kurze Infos, was das hier ist. Ein Rezept Blutblatt-Tee. Sehr schön.
Kaninchenleder. Oh, was ist denn los heute, verdammt? Es tut mir leid. So. Fuchsleder. Ja, Crafting-Materialien kommen natürlich immer mit, wisst ihr? Hier geht's auch noch raus. Hier geht's auf die andere Seite. Ja, Station. Wir können ja mal reingucken bei manchen. Die Kolonisten ließen üblicherweise ein Lagerfeuer brennen, um Eintopf oder Kaffee für die Nachtwache zu kochen. Oh Mann, ich wette, die Kolonisten hätten gerne eine eiskalte, erfrischende Nuka-Cola getrunken, als die Rotröcke an diesem frühen Herbstmorgen angriffen. Besuchen Sie nach der Tour auch unseren Geschenkartikelladen nordwestlich vor, um Souvenirs zu erwerben und eine eiskalte Nuka-Cola zu genießen. Ja, ja. Also sowohl informativ als auch Werbung. Klassisch, wie heute. Wie heutzutage, das kennen wir schon, sowas. Überall, wo geht, wird Werbung gemacht. Kennen wir. So, hier waren wir jetzt aber, glaube ich, überall drin. Ich glaube, hier auch schon. Ja. Okay, das Fort haben wir so ziemlich geplündert. Wir haben hier, glaube ich, auch keine Questels mehr, ne? Warte mal, kurz auf die Karte, Lucky. Ne, wir müssen jetzt... Oh, wir müssen quasi wieder zurück, sprich mit dem Jagdführer. Aber das hatten wir doch schon gemacht, sprich mit dem Jagdführer. Da hatten wir die Jagdquest und die wollten wir nicht machen. Ach so, das geht immer wieder. Das war ja so eine Daily Quest. Nee, komm, das schenken wir uns dann. Wir müssen dann also runter in den Süden. Dann verlassen wir das Fort mal ein Stückchen in dieser Richtung und platzieren unser Camp. Süden. Süden, Südosten. Ja, direkt nach Süden. Ich guck mal, ob wir hier direkt nach Süden kommen. Und ich muss erst schon wieder was trinken. Hatte ich ja ganz vergessen. Wir waren ja schon wieder am Verdursten. Schmutziges Wasser bestimmt nicht. Nein. Wir haben schon wieder Verdorbenes. Ah, das ist kacke. Ich muss immer, wenn ich irgendwo bin, muss ich, glaube ich, das Zeug mal verwerten. Und halt hier Saft oder sonst was machen. Weil die halten immer nicht so lange. Nuka-Cola Quantum hat viel Rad. War wahrscheinlich schon, so wie die leuchtet, ist sie wahrscheinlich schon mit Rad produziert worden damals. Aber bringt 200 TP. Also die Dinger sind echt eher zum Heilen. Ja gut, die normalen Nuka-Colas nicht. Aber die anderen sind eher zum Heilen als zum Durstlöschen. Schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Finde ich prinzipiell schon mal gut. Wir brauchen gleich nochmal einen Radaway. Habe ich, glaube ich, in der letzten oder vorletzten Folge schon gesagt. Aber das hat noch ein bisschen Zeit. So verstrahlt sind wir nicht. Wir gucken mal gerade, wo es hier so weitergeht. Und wenn wir hier ein bisschen eben eine Fläche gefunden haben, so ein bisschen abseits des Lagers. Ja, so wie hier. Dann finden wir schwebende Steine. Oh, okay. Ja, ist, würde ich sagen, ein bisschen bei einer Beta oder so untergegangen oder wurde nicht beachtet. Ja, komm. Oh, schön. Hier ist gerade eine super schöne Lichtung. Ich würde sagen, Camp verlegen. Enter annehmen. Alles klar. Kostet einmal ein paar Taler. Ist aber nicht so schlimm. Wir haben noch, Waffenwerkbank. Wir haben noch ein paar der Sachen, sind noch gelagert. Das sind noch gelagerte Sachen, die müssen wir nicht bezahlen. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Und unsere Kiste und so. Das ist, nee, Moment, da ist, glaube ich, offen. So und so, das, ja. So, das hatten wir alles schon mal gebaut. Dann können wir das alles kostenlos nämlich wieder aufstellen. Wir müssen halt nur einmal neuen Kronkorken bezahlen für die... Achso, ich muss aus dem Baummenü raus. Entschuldigung. Ah, guck mal, doch, ich habe die Maske auf. Also, das sieht man aber nicht. Im Ego-Perspektive hat man keine Einschränkungen dabei.
Da, Brombeersaft. Mit abgekochtem Wasser. Die Brombeeren und so, die verbrate ich jetzt jedes Mal. Weil wir haben ja gerade festgestellt, wenn ich das nicht zubereite, leuchtendes Fleisch, 4 Rad, bringt aber auch ein paar Trefferpunkte, okay. Wir haben ja festgestellt, wenn ich das nicht zubereite, vergammelt das Essen einfach. Ich weiß nicht, ob gebratene Sachen vielleicht länger halten oder gar nicht kaputt gehen, müsste ich mal gucken. Aber generell ist es halt echt so. Generell ist es halt echt so. Erstmal einen Schrott verwerten hier. Generell ist es echt so, dass das, ja, scheinbar alles kaputt geht. Oh, doch. Ah. Man sieht es nicht, dass die Sicht eingeschränkt ist. Aber die Wahrnehmung sinkt um 2. Okay. Gitarrenschwert. Ach, das ist Stufe 25er. Das hebe ich mir dann für später auf. Das packe ich auch noch weg. Alter, wo kommst du weg? Was? 24? Schitte! Nachladen, nachladen. Aua! Boah, was? Schnell heilen, heilen, heilen. Oh. Alter, doofe Idee. Was? Pumpgun wurde zerstört. Was? Alter, ihr verarscht mich doch. Alter, was ist das für ein Ding? Oh, leck mich doch. Das war nicht hier. Letzter Tod. Nein. Hier, hier. Ich kann hier nicht mal neu spawnen. Oh, was? Echt jetzt? Oh nein, ich muss da wieder hinlaufen. Oh, ey, echt jetzt? Und das Vieh macht das alles kaputt. Ey, leck mich doch. Wo kam das verdammte Biest weg? Mein Gott. Hier ist total gar nichts, weißt du? In Wahrheit? Hier hast du gar keine Gegner oder Level 1 und 5 und was. Dann gehst du auf eine Lichtung, keiner da, zack, kommt ein 24er, macht dich platt. Wie scheiße ist das denn? Oh, das ist ja doof gelaufen. Das tut mir leid, Leute. Und jetzt bin ich natürlich immer noch überladen, muss da wieder hinrennen und, ja. Na, nein. Unser ganzer Schrott und so, wir müssen da wieder hin, wir müssen unseren ganzen Schrott und so wieder einsammeln. Ich meine, ich hatte den ja immerhin noch gesehen, bevor ich, da, hier sind die Level 5. Das gibt's doch nicht. Falls das Vieh noch da ist, müssen wir es mal von weiter weg machen. Okay, es hat nicht alles kaputt gemacht. Hier ist unser Zeug. Wo kam das verdammte Drecksvieh weg? Boah, so ein Mist, ey. Das ist hier bestimmt noch. Ich muss definitiv drauf achten. Was? Nein, das war falsch. Falsche Taste, sorry. Ich muss definitiv drauf achten. Was für Geräusche in der Umgebung sind. Sonst bin ich gleich wieder am Popo. So, alle Getränke. Ich habe hier nochmal Brombeersaft gefunden. So, und jetzt muss ich, glaube ich, nochmal hier ins Baumenü. Baumenü. Nee, nicht kürzlich, nicht gelagert. Ich wollte... Achso, warte mal. Z und... ja. Gelagert, Blaupausen, bla bla bla. Gibt's hier auch sowas wie reparieren?
Boden, Regale, Wand, sonstiges? Nein. Wo denn? Ich höre doch schon wieder was. Okay, das war ein Fünfer, das war kein Ding. Aber das ist jetzt echt so ein bisschen... Alter, das war kein guter Platz fürs Lager. Verdammte Axt. Ich muss hier vielleicht mal sowas wie einen automatischen Turret aufstellen. Geht ja auch. Und die Kochstation kann ich nicht reparieren. Die ist gleich irgendwann einfach weg, ne? Das ist natürlich Käse. Und ich muss das Wahrnehmungsding erstmal wieder abnehmen, solange ich nicht in Gefahr bin. So, Holz haben wir genug. Wir machen das erstmal alles wieder fertig. Ich will auf jeden Fall Kleidung. Wo ist es? Da. Gas will ich erstmal wieder abnehmen. Das reduziert ja die Wahrnehmung. Das ist nicht so toll. So. Gegenstände verwerten. Gesamten Schrott haben wir. Haben wir keinen. Okay. Also, das war die Stufe 5er. Gasmaske, Gitarrenschwert. Impro-Automatikpistole, Impro-Pistole. Feuerrate höher. Auch präziser. Okay, verwerten. Das ist E20er, muss ich gleich wegpacken. Eine Kampfflinte. Haben wir schon eine 20er oder 25er. Mache ich die auch mal weg. Impro-Revolver 10er, den müssen wir sowieso aufbessern, weil unserer ist ein 5er. Okay, dann mache ich unseren schon mal kaputt. Den anderen müssen wir dann... Bessere Rüstung tragen wir inzwischen auch. Kann auch weg. So, 38er haben wir, Schrot haben wir. Das... Ach so, das trage ich auch nicht mehr. Das ist auch ein altes. Kann dann auch weg. Moment, taktisch gehärtet. Wo ist denn unser... Wo ist denn unser Gewehr? Hier. Das war schon ein 10er. Das heißt, das 10er Jagdgewehr kann auch weg. Die behalten wir. Tragen wir auch nicht mehr. Tomahawk. Schaden 100. Reichweite 12. Ach, den kannst du werfen. Aber nur einmal. Nur einmal ist natürlich Kappes. Egal, ich behalte den erstmal kurz. Ranger Outfit ist viel wert, das können wir verkaufen. Den muss ich mir aufwerten. Die muss weg. Die muss weg. Okay. So, dann machen wir jetzt erstmal... Ja, bevor das Essen immer vergammelt. Ich mache jetzt tatsächlich auch immer, wenn ich die Gelegenheit habe... Ich habe kein abgekochtes Wasser mehr. Okay. Hat sich erledigt. So, dann hier Transfer. Erstmal das Ganze... Ach, R, nicht T. Erstmal hier den ganzen Kram. Gesamten Schrott lagern. So, T. Zack. Waffen. Kann ich noch nichts mit anfangen? Kann ich noch nichts mit anfangen? Was ist mit den Dingern? Stufe 1. Ach, das kann ich noch verschrotten. Die 10mm für Level 25 können wir auch noch nicht. Injektor-Leuchtpistole. Das Revoluzzer-Schwert. Was haben wir denn noch? Schwarzpulverpistole. Ach, das ist auch noch eine 10er. Oh, Feuerrate ist sehr gering. Aber die macht richtig übel Schaden. Kaliber 50. Okay, die nehmen wir auch erstmal mit raus. Laserpistolen Stufe 5. Brauchen wir aber nicht zwei. Dann nehme ich eine mit und zerlege die schon mal. Ja, 15er, 20er. Die höherstufigen Sachen, die haben wir alle schon da. Okay, und das, was ich jetzt dabei habe, kann ich so ziemlich alles zerlegen.
Hier, na komm. Hier lagern wir einen Teil von ein. Die brauchen wir ja nicht alle immer dabei haben. Das nimmt ja nur massenhaft Platz weg. Splitterminen auch ein paar wegpacken. Mods? Ich dachte, wir hätten auch noch eine Mod irgendwie. Egal. Notizen, Holos, diverses. Postfachschlüssel wiegen nichts in Questteile, ist egal. Das Kit Secure wiegt auch nichts. Die Marken wert 0. Wert 0, aber Gewicht. Ich pack die erstmal in unser Dingens. Schießpulver, das können wir ja alles daraus benutzen. Das können wir ja alles daraus benutzen. Adiktol, minus Essen, minus Wasser, heilt alle Abhängigkeiten. Da braucht man nicht so oft, dann nehmen wir mal eins mit. Aufbereitetes Wasser, Essen, Blutpaket. Das heilt nur ein paar TP. Da kannst du bestimmt irgendwie später Steampacks draus craften oder so. Oh, ich höre was. Nein, das 24er Mistvieh schon wieder. Alter, lauf, 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 lauf. Ich kann noch nicht laufen. Ich war noch nicht fertig mit wegpacken. Scheiße. Alter, bei nächster Gelegenheit packen wir das Lager woanders hin. Schande, nee. Diese olle Krabbe. Und wir überziehen total. Verdammt. Wir überziehen total. Ich wollte nicht überziehen. Ah, das müssen wir jetzt gerade noch ein bisschen fertig machen hier. So, herstellen, modifizieren. Achso, ich war immer noch nicht fertig mit wegpacken. Egal, ich mache jetzt erstmal hier. Modifizieren und ähnliches. So, wir müssen jetzt erstmal die High-Level-Waffen ein bisschen fertig machen hier. Beil, hatte ich gesagt, wollen wir noch verwerten. Das ist jetzt natürlich eine andere Taste, ist aber egal. Den muss ich aufpeppen, den muss ich aufpeppen. Die will ich auch noch aufpeppen. Da konnte ich eine von zerlegen, haben wir gesagt. So, alles klar. So, jetzt modifizieren. Mal gucken, was wir hier so haben. Den alten Revolver, da wollen wir wieder einen besseren draus machen. Ich hoffe, ich level hier irgendwann mal durch das ganze Craften, weil das ist voll nervig. Kalibrierter Verschluss, bisschen mehr. Ja, die anderen sind alle, ja. Kalibrierter Verschluss hat ein bisschen mehr Präzision. Ist auch deutlich schwerer. Für einen Präzisionspunkt, das lohnt nicht. Stummellauf, stabilisierter, solider langer Lauf war besser, ne? Für ordentlich Reichweite, überlegene Präzision aus der Hüfte. Ja. Standardgriff, zerquetschender Griff. Achso, Nahkampfschaden brauchen wir auch nicht. Standardvisier geht auch. Keine Mündungsbremse. Okay, ist in Ordnung. Dann lassen wir das erstmal so. Hatten wir dann nur verlängert? War das nicht eine andere bei uns? Egal. Pumpgun, kann man hier inzwischen irgendwas anderes machen? Nee, ne? Da haben wir schon den soliden, langen, tollen Lauf. Stecherabzug haben wir auch schon drin. Die Schwarzpulverpistole, da können wir nichts dran machen. An unserem Gewehr, gehärteter Verschluss. Was haben wir da denn? Ah, gehärteter Verschluss macht mehr Schaden. Ja, der soll bleiben. Nein, jetzt bin ich ganz rausgegangen. Mist. Mist. So, stabilisierter, verlängerter Lauf, das passt schon.
Solider Kolben war auch besser. Durchbohrendes Magazin hatten wir uns auch ausgesucht. Okay, doch, das passt auch. Jetzt hier die 10mm Pistole. Verschluss haben wir nur den Standard. Sehr kurzer Lauf, kurzer Lauf. Für den kurzen Lauf kriegen wir ein bisschen mehr Reichweite. Standardkolben, Standardmagazin. Ah, da haben wir die ganzen anderen Sachen haben wir alle noch nicht gelernt. Achso, was hat die eigentlich an... Ah, 10mm, die hat das gleiche wie die Pistole. Macht 17 Schaden statt 15 und schießt im Zweifel schneller. Dann kann die erstmal weg. Halt, nicht so, sondern wirklich weg. Wir haben ja nicht so viele... Ah, wir haben zu viel, was wir tragen müssen. Zum anderen haben wir natürlich auch nicht so viele Favoritenplätze. Dann machen wir das hier jetzt mal gerade so. Die Schwarzpulverpistole hätte ich gerne noch auf dem Favoritenplatz. Wir haben so überzogen, verdammt. Die Maschinenpistole und der neue Revolver passt schon wieder nicht mehr. Ja, super. Splittergranate, ja. Das ist eine Kaliber 50. Granate, ja. Okay, Molly brauche ich dann nicht unbedingt, ne? Ne, die Baseball, die normale Granate, Baseballgranate nicht. Warte mal, die macht 125 Schaden. 150 Schaden, ja. Und dann nehmen wir die raus und nehmen den Revolver rein. So, jetzt müssten wir hier, nein, hier. Ja, jetzt müssten wir hier alles haben. Stecherabzug, Pumpgun. Die war aber kaputt. Moment, modifizieren, reparieren. Ich muss natürlich auch nochmal gucken. Hier, T, reparieren. Die war ja kaputt gegangen. Da habe ich gar nicht mehr dran gedacht. Verdammt. Reparieren. Die auch erstmal reparieren, bevor die schon sehr schnell kaputt ist dann. So, okay, jetzt sind die Sachen auch erstmal wieder heile. Genau, das wollten wir ja auch noch machen. So, und hier Transfer, hallo, so. Alles klar, so, jetzt noch schnell den letzten Schrott weg. Divers, A-Klammern, bla, technische Daten, Hilfsmittel, das möchte ich alles mitnehmen. Buff-Out können wir auch. Das ist alles, was zu essen. Die Gewürze sind im Zweifel nur zum Kochen. Die können wir hier lassen. Bonbons brauchen wir erstmal noch nicht. Heilmittel, Heilsalbe. Heilt alle Krankheiten. Nehmen wir zwei von mit. Heilsalbe bringt ein bisschen Trefferpunkt. Ist auch okay. Leuchtendes Blutpaket. 7 Rad. Strahlung widerstehen. Da kannst du bestimmt Rad X irgendwie draus craften später. Ich pack das mal als Crafting-Material sozusagen weg. Leuchtendes Steak haben wir schon wieder. Das haben wir fertig gebraten, genau. Mad X. Schadensresistent ist okay, aber da brauchen wir auch nicht alle. Das wiegt ja alles, Mensch. Die Mentats. Intelligenz und Wahrnehmung erhöht vor kurzer Zeit. Packen wir auch ein paar von weg. Das Ale, ja, brauchen wir auch nicht unbedingt. Nuka-Cola, Nuka-Sherry, die sind hauptsächlich zum Heilen, sag ich mal, von Verwundungen. Packen wir auch mal ein paar ins Lager zur Sicherheit. Alkohol packen wir weg, Pfeffer packen wir weg. Plus 15 Schaden und Schadenresistenzen. Das Psycho. Das können wir erstmal behalten, da haben wir auch nicht... Ja, komm, nehmen wir zwei von mit. Schadensresistenz, da nehmen wir... Nehmen wir auch zwei von mit. Da nehmen wir nur vier von mit.
braucht man ja nicht so oft und wir sammeln ja noch fleißig. Radaway nehmen wir 5, davon nehmen wir auch 5 mit. Das sollte erstmal reichen. Das wiegt ja auch alles, verdammte Axt. Schmutziges Wasser, Skillkaugummi, Steampacks. Steampacks und Steampacks verdünnt. Oh, warte mal, Steampacks verdünnt, hebe ich mir auch noch ein paar auf. So. Und hier brauchen wir auch nicht ganz so viele, aber so ein paar möchte ich schon. Nehmen wir 7 mit. Tato-Saft, das verdorbene Zeug war auch irgendwie zum Craften, zum Dünger machen und so, das hebe ich mir auch alles auf. Wilde Brombeere, da konnte ich keinen Brombeersaft draus machen. Komisch. Okay, Wodka und Zucker. Boah, ich habe doch hier jeden Scheiß jetzt weggepackt. Kleidung. Achso, Bierhut ist nur Deko. Die, genau, Powerrüstungssachen, die wir noch nicht benutzen können, kommen weg. Die Ranger-Outfits, habe ich gesagt, packe ich erstmal weg. Der Hut auch. Gasmaske wollte ich nur ablegen. Das kann auch noch weg. Waffen. Komm, Minen legen tue ich im Moment nicht. Packen wir weg. Tomahawk weg. Es wird zu viel. Die Baseballgranaten habe ich auch nicht ausgerüstet. Wir haben die Splitter. Die packe ich auch mit weg. Das kostet alles so viel Gewicht. Das gibt's gar nicht, ey. So, 164 von 175. Na toll. Wir laufen los, sind quasi voll. Ah, das ist doch Kappes. Warte, wir nehmen nur 2 Mollys mit und nur 3 Splittergranaten. Das ist alles so schwer. Ja, die Powerrüstung würde ich schon gerne. Gasmaske für einen Notfall würde ich gerne dabei behalten. Und Essen und so, das Essen und Heilung und so, das will ich nicht wegpacken. Was ist denn mit den Wackelpuppen? Plus 20% Schaden durch schwere Waffen. Ja, ich glaube, die muss man immer bei sich tragen, damit das funktioniert. Die wiegen natürlich auch einen, aber einer macht jetzt den Kohl auch nicht fett. Das hat alles quasi gar kein Gewicht. Ey, das ist... Man kann echt ein bisschen sehr wenig tragen. Aber ist egal. So, wir haben es jetzt soweit auch fertig. Wir haben maßlos überzogen. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Beim nächsten Mal machen wir dann hier weiter. Ja, es tut mir leid, wir haben maßlos überzogen. Aber ich wollte das jetzt gerade noch fertig machen, dann müssen wir es beim nächsten Mal nicht machen. Und ja, genau. Einen wunderschönen Tag, morgen oder Abend. Beim nächsten Mal sehen wir uns hier wieder. Und macht's gut. Ciao.